Welcome, Rekabor. Ja, ich war immer so eine kleine Flüchtende. Ja, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Nähe von St. Pölten in Bohemkirchen, in einer Genossenschaftssiedlung, und wir haben da gewohnt mit meinen Schwestern, mit meinen Eltern. Und eigentlich war alles wunderbar. Ich hatte sehr, sehr liebe Eltern und Spielkameraden und alles Mögliche. Aber ich habe schon irgendwie damals gemerkt, die Welt ist größer als Bohemkirchen. Und ich wollte immer schon dort irgendwo sein. Und ich wollte vor allem kein Kind sein, sondern ich wollte groß sein. Also bin ich immer so im Bett gelegen, habe gelesen und habe geträumt. Ich war immer gut in Deutsch. Also die Worte waren meine Welt, die Zahlen nicht so. Und dann bin ich immer im Mathematikunterricht gesessen und es hat mich gequält. Und ich habe mir gedacht, ich ertrage das nicht, rechnen, schrecklich. Und irgendwann habe ich ein Mittel gefunden, um das besser zu ertragen. Und das war die Flucht. Ich habe mir dann einiges erträumt, die unterschiedlichsten Geschichten, und war so wie weggebeamt. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass ich das so ganz oft mache in meinem gesamten Leben. Und habe mir gedacht, ich will ja so gern glücklich sein, aber warum bin ich das nicht? Und ich hatte einen super Job und gute Freunde und alles war okay, aber ich war nicht wirklich da. Und dann habe ich eine Geschichte gehört, die ich euch jetzt erzählen möchte. Das ist die Geschichte von Schülern, die zu einem Zen-Meister kommen. Die sind zu diesem alten Herrn gegangen und haben gesagt, lieber Meister, du bist so glücklich. Was tust du, um glücklich zu sein? Und dieser Zen-Meister hat gesagt, das ist wahnsinnig einfach. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich liege, dann liege ich. Und wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Die Schüler waren nicht wirklich zufrieden und haben gesagt, ja, also wir gehen auch und wir essen auch. Aber glücklich sind wir nicht. Und er hat gesagt, naja, wenn ihr im Bett liegt, dann denkt ihr ans Aufstehen. Und wenn ihr aufsteht, dann denkt ihr ans Gehen. Und wenn ihr geht, dann denkt ihr ans Essen. Und wenn ihr esst, dann denkt ihr schon wieder daran, wie es ist, wenn ihr euch hinlegt. Ich aber sage, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Ich bin immer da. Und da haben diese Schüler verstanden, dass das Glück im Jetzt liegt. Und jetzt hat man das wahrscheinlich schon gehört, irgendwann jetzt, also das ist ja auch gerade sehr modern. Und ich habe mir gedacht, ja, aha, wie könnte das sein? Und eine Technik, die ich mir so angewöhnt habe im Laufe der Zeit, ist, ich stelle mir vor, dass ich 80 bin oder 100, so wie meine Urgroßmutter, und dass ich, also so in diesem hohen Alter, zurückschaue auf die Daniela im Jahr 2016, im Alter von Ende 30. Und ich frage mich dann immer, was würde ich mir denn wirklich vorwerfen? Und wahrscheinlich würde ich mir vorwerfen, wenn ich mir dann denken würde, du hattest zu viel. Ja, du warst in einer tollen Welt. Du warst gesund und du warst jung und dein Körper war voll funktionstüchtig. Wahnsinnig tolle Leute waren um dich herum. Du hattest Eltern. Und du hast es aber nicht geschätzt, weil du nicht da warst. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte keine Zeit verschwenden, sondern wirklich da sein, wo ich bin. So, und das kann man trainieren. Und zwar über den Atem. Ich bin neben Stimm- und Sprechtrainerin und Moderatorin auch akademische Atempädagogin. Und dieser Atem ist ein wunderbares Werkzeug. Denn sobald wir uns mit dem Atem verbinden, sind wir hier, sind wir im Hier und Jetzt. Und der Atem kann noch viel, viel mehr. Der Atem kann nämlich dazu beitragen, dass wir nicht nur da sind, sondern dass wir uns in diesem Hier und im Jetzt auch noch gut fühlen und dass wir uns sicher fühlen und dass wir keine Angst haben, dass wir uns innerlich frei fühlen. Und in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging, vor ein paar Jahren, habe ich begonnen, mich wieder daran zu erinnern, dass ich das irgendwann gelernt habe, die Sache mit dem Atem. Und habe gesagt, so, aus, passt der Schluss. Du hörst jetzt auf mit Herumleiden. Du nimmst jetzt die Dinge selbst in die Hand. Und du übst. Und übst jeden Tag. Und das hat geholfen. Und das Ganze habe ich Ich-Kraft genannt. Darüber habe ich einen Blog begonnen zu schreiben und ein Buch. Und Ich-Kraft heißt für mich, im Hier und im Jetzt zu sein.
Ich-Kraft heißt für mich, die Verantwortung zu übernehmen für das, was mit mir gerade geschieht. Und das heißt, meine beste Freundin und mein bester Freund zu sein. Und wenn ich über Ich-Kraft spreche, sagen viele, ja, das ist ja gut und schön und so, aber wie kann ich das erlernen? Ja, und da haben wir unser Werkzeug selbst in der Hand. Das Werkzeug sind wir nämlich selbst. Wenn wir nämlich unsere äußere Haltung verändern, wenn sich unser Atem ändert, dann ändert sich auch unsere innere Haltung. Und bevor ich das genauer erzähle, möchte ich mal, dass ihr bitte alle aufsteht. Der Tag ist ja schon fortgeschritten, da fällt man schon manchmal so in einen kleinen Schlaf. Das werden wir jetzt gleich durchbrechen. Ich bitte euch, dass ihr jetzt bitte einmal so steht, wie ihr niemals öffentlich stehen würdet, nämlich so mit geknicktem Becken und der Brustkorb sinkt ein und die Schultern hängen und der Blick geht zu Boden. Und jetzt bleibt bitte in dieser Körperhaltung. Ja, niemand schaut mich an, niemand schaut mich an. Und jetzt sagt bitte, ich bin voll motiviert. Bleibt in dieser Körperhaltung und sagt, mir geht's heute richtig gut. Ja, wunderbar. So, und jetzt bitte ich euch, dass ihr mal so macht, dass ihr Fäuste macht und dass ihr die Schultern anspannt. Es muss gar nicht so ganz fest sein. Und vielleicht die Zähne zusammenbeißt leicht, ja, Nacken anspannen. Und jetzt sagt bitte, ich bin total locker. Funktioniert nicht so wahnsinnig, oder? Und jetzt schüttelt bitte mal die Arme aus. Genau, und schüttelt die Knie durch. Und nehmt die Hände nach oben in Bauchhöhe. Blick geht gerade nach vorne. Und jetzt möchte ich, dass ihr so ein bisschen raunzt und jammert, euch beschwert. Aber bitte wieder in dieser Körperhaltung bleiben. Ja, aber laut, beschwert euch. Wir sind ja das Volk der Raunzer angeblich. Also, das funktioniert irgendwie nicht. Ihr habt jetzt voll versagt. Ich habe gesagt, ihr sollt euch beschweren und ich sehe nur Menschen, die mich anlächeln. Ihr dürft euch setzen wieder. Ihr habt nämlich gerade die Körper-Geist-Wechselwirkung kennengelernt. Alles, was im Körper passiert, hat Auswirkungen auf unsere innere Haltung. Und wenn ihr jetzt vielleicht noch einmal kurz eure Schultern hochzieht und die Fäuste macht. Und jetzt beobachtet bitte euren Atem. Ich muss ein bisschen nach vorne gehen, dann kann ich euch besser sehen. Wo nehmt ihr denn den Atem weg, wenn ihr so seid? Eher im Bauch oder eher in den Flanken oder hier da oben? Ja, genau, im oberen Brustkorbbereich. Ist der Atem jetzt tief? Nein, der Atem ist flach. Und das ist sehr, sehr schade. Denn der Atem ist ein großer Unterstützer dafür, im Jetzt zu sein, glücklich zu sein, gesund zu sein und sich äußern zu können. Der Atem hat nämlich mehrere Funktionen. Erstens, die Qualität des Atems bestimmt die Qualität der Stimme. Und um eine Stimme in der Welt zu sein, braucht man eine Stimme, die funktioniert. Was man noch braucht, um sich klar äußern zu können, ist ein klarer Gedanke. Und auch dabei hilft uns der Atem. Denn wenn wir tief und frei atmen, haben wir genug Sauerstoff im Körper. Somit ist auch unser Gehirn bestens mit Sauerstoff versorgt und wir können klar denken. Und drittens, was wir brauchen, sind starke Nerven. Ja, das ist manchmal schwierig, wenn man Angst hat, Stress hat. Und auch dabei unterstützt uns der Atem. Denn die Funktion der Atmung wird gesteuert vom vegetativen Nervensystem. Die Verdauung wird auch gesteuert vom vegetativen Nervensystem, auch der Herzschlag und eben auch der Atem. Das ist das unbewusste Nervensystem. Das bedeutet, wir können über den Atem unser Nervensystem beruhigen. Und das hilft. Egal, ob ich jetzt auf der Bühne stehe, eine Rede halte, ob ich in einem Gespräch bin, ob ich vor dem Fernseher sitze und mir Sorgen um die Welt mache. Angst macht eng. Und was wir brauchen, ist Weite, ist ein freier Atem, damit wir gut mit uns sein können. Und jetzt werde ich manchmal gefragt, wie kann ich das denn praktisch umsetzen, so für mich? Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Übung. Legt euch bitte mal die Hand auf den Unterbauch. Und jetzt entspannt ganz bewusst die Bauchmuskulatur. Lasst die Schultern los, den Kiefer locker.
Und vielleicht gelingt es, dass ihr euren Atem dorthin lenkt, in den Unterbauch. Beim Einatmen hebt sich die Bauchdecke, beim Ausatmen senkt sich die Bauchdecke. Und vielleicht, wenn das gelingt, merkt ihr, dass ihr ruhiger werdet, dass ein Gefühl entsteht von Sicherheit, von Stärke, von Standfestigkeit, von Ruhe, von Sachlichkeit. Wenn ihr das spürt, dann habt ihr den unteren Atemraum kennengelernt, die Bauchatmung. Jeder Atemraum, es gibt drei, hat unterschiedliche Wirkungsweisen. Und der untere Atemraum hat die Wirkungsweise eben von Standfestigkeit, Sicherheit, Ruhe und auch Sachlichkeit. Na, was passiert, wenn man sich fürchterlich aufregt, wenn man wieder entflieht, nicht mehr argumentiert, sondern wow? Die anderen sagen, jetzt kommen wir mal runter und dann reden wir weiter. Man könnte auch sagen, jetzt komm wieder in den unteren Atemraum. Denn nur solange wir im Bauch atmen, können wir sachlich denken und mit uns in Verbindung bleiben. Jetzt legt euch bitte die Hände in die Flanken. Ja, genau hier. Die Flankenatmung, das ist der mittlere Atemraum. Die spürt ihr vielleicht so, dass die Flanken nach außen gehen beim Einatmen und zurückschwingen beim Ausatmen. Dieser mittlere Atemraum zwischen Brustbeinspitze und Bauchnabel, der hat auch eine wunderbare Wirkungsweise. Und zwar sitzt hier die Zentrierung. Na, wir brauchen die Erdung und die Zentrierung. Und da gibt es noch den dritten Atemraum, das ist der Brustkorb. Könnt ihr euch die Hand hierher legen? Wieder schauen, dass der Bauch locker ist, die Schultern locker sind. Und lenkt den Atem mal hierher. Und dieser obere Atemraum ist auch wunderbar, denn hier sitzt die Wirkung von Ausdruck, von Handlungsfähigkeit, von Weitsicht, von Offenheit. Und wir brauchen all diese Wirkungsweisen, um gut mit uns in Verbindung zu sein, um gut mit der Welt in Verbindung zu sein und wirklich präsent zu sein. Und ich möchte mit einem guten Satz enden, den eine Yogalehrerin mir einmal gesagt hat. You have nowhere to go, because you are already here. Dankeschön.